Systemkollaps, die 5 Stufen und wie du dich darauf vorbereitest. Phase 1, der finanzielle Zusammenbruch. In der westlichen Welt sind gerade einmal 1,5-2% Papiergeld vorhanden, der Rest ist Giralgeld. Ein Kommunalpolitiker wird vielleicht noch da sein, aber die Spitzenpolitiker, die du jeden Abend in der Tagesschau gesehen hast, sind schon längst geflohen. Jetzt hilft kein Meckern und kein Demonstrieren. Du beginnst zu begreifen, dass die Mitglieder in den Vereinen mit den Namen SPD, CDU und der Linken nie vorhatten, dir ein angenehmes Leben zu ebnen. Genau so ist es, Dicker. Die Tankstellen sind ausgepumpt, aus den Altersheimen ertönen klägliche Laute und in den ersten Stadtbezirken gehen die Lichter aus. Boah, Digga, das ist heftig, Mann. Wie kann es sein, dass Menschen zu kulturlosen Wilden mutieren, nur weil keiner auf sie aufpasst? Die 5 Phasen der Das ist richtig Horrorszenario hier, ne? Aber hier kann man was lernen, mein Lieber. Ich weiß, manche von euch können es gar nicht abwarten. Aber auch diese Leute werden sich die bunte, oberflächliche Konsumterrorgesellschaft zurückwünschen, wenn es losgeht. 6-8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf meinem Leon Lovelock Highlight-Kanal. Ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus von mir und dem ganzen Chat natürlich. Wir gehen in den nächsten Peter rein für heute. Peter, ey, den Man. Lasst dem Peter gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, ein Kommentärchen und abonniert den Kanal. Wichtig und richtig. Und zwar heißt das Video Systemkollaps. Die 5 Stufen und wie du dich darauf vorbereitest. Wilde Themen heute am Start. Ich habe eben mir das Clowns-Video reingezogen über diesen Queer-Gottesdienst. Das hat mich schon so viel Kraft gekostet wie normalerweise 3 Videos. Aber nichtsdestotrotz gehen wir jetzt nochmal in den Peter rein, der auch, glaube ich, sehr extrem wird. Aber wir lassen uns nicht lumpen und ziehen den heute auch noch durch. Liebe geht raus, supportet mich mit einem Daumen, mit einem Abo, mit einem Kommentar. Lass uns den Algorithmus ankurbeln und jetzt gehen wir rein ins Video. Liebe geht raus an die ganze YouTube-Community. Let's go. Wegen der Kämpfe im Norden Syriens wachsen die Spannungen zwischen Ankara und Moskau. Wenn es in einem größeren Konflikt endet, und damit haben wir es zu tun, einen Weltkrieg. Wir stehen einem dritten Weltkrieg gegenüber. Und das ist kein Witz. Das haben die damals schon gesagt, ne? Wie lange ist das? 7 Jahre altes Video, Freunde. In der Sache rutschen wir in einen neuen kalten Krieg. Nun, in unseren Asylunterkünften ist ja teilweise der Teufel los. Slowenien hat offenbar schon sehr konkrete Pläne für einen Grenzzaun. Art von bürgerkriegsähnlichem Zustand. Ne, es wird in einem den Bruder kenne ich doch auch noch. Wie heißt er nochmal? Konkrete hier? Pläne für einen Grenzzaun. Nämlich eine Art. Der ist ein guter Mann, Digga. Wie heißt der nochmal? Wie heißt der nochmal, Mann? Dirk Müller. Wichtig. Bürgerkriegsähnlichem Zustand. Ne, es wird in einem Bürgerkrieg enden. Es brennt und es brennt ziemlich heftig an den Märkten. Ja, immer dieses Szenario, ne? Diese Weltuntergangsszenarien. Phase 1, der finanzielle Zusammenbruch. In der westlichen Welt sind gerade einmal 1,5-2% Papiergeld vorhanden, der Rest ist Giralgeld. Sichtguthaben. 1,5-4% Papiergeld, der Rest ist Giralgeld? Ist dein Ernst? 2016. Das meint, dass bei einer Panik gerade einmal 2 von 100 Leuten ihr Geld erhalten würden. Die anderen 98 gehen leer aus. 2 von 100 erhalten ihr Geld. Ach du Scheiße. Also diese Zahlen kannte ich gar nicht. Wie sieht denn das heute aus? Hat da jemand aktuelle Zahlen? Nur die Verzweiflung von hunderten Menschen vor, die sich alle in eine Bank zwängen in der Hoffnung. Das ist auf jeden Fall süße Hintergrundmusik, ne? Hört ihr diese Hintergrundmusik, Bro? Sind ein paar Euro-Scheine abzubekommen. Deine Regierung wird sofort die Banken schließen lassen oder eine Abhebungsobergrenze festlegen. Medial werden wir ja schon lange auf genau dieses Szenario vorbereitet. Erinnere dich an die Terroranschläge, die angeblich Bankenkrisen auslösen sollen. Faule Kredite, die nicht zurückgezahlt werden, Volkswirtschaft und sinkende Rohstoffpreise sind kein Garant für ein stabiles System. Wer das exponentielle Schuldenwachstum durch den Zinseszinseffekt verstanden hat, weiß, dass das alles nur geplant sein kann. Denn alles ist für den perfekten Finanztsunami vorbereitet. Es fehlt nur noch der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Ja, Digga, das ist ja auch eine Sache, von der auch der wie heißt er nochmal, der Ernst Wolf die ganze Zeit redet, dass es halt eigentlich mehr oder weniger nur eine Frage der Zeit ist, und das sagen Leute ja schon lange, dass dieses Finanzsystem früher oder später zusammenkrachen muss. Es kann einfach so nicht mehr funktionieren, weil wir halt Geld rausdrucken ohne Ende und nichts mehr dahinter gelegt haben, was diesen Wert stabilisiert, sodass es irgendwann zusammenbrechen muss. Und dann gibt es diese digitale Zentralbankwährung, die dann genommen wird und wo dann gesagt wird, das ist unsere letzte Chance, raus aus dieser finanziellen Krise, aus dieser Finanzkrise.
Ja, ich bin gespannt, wie lange sich das noch hinzieht, bis dann wirklich mal das ganze Finanzsystem auf der Welt zusammenbricht, weil das muss irgendwann passieren. Phase 2, der wirtschaftliche Zusammenbruch. Tatsächlich ist es so, dass vermutlich mehr Menschen ihr Geld unter der Matratze horten, als wir denken. Diese und die wenigen, die noch Geld von der Bank bekommen haben, stürmen nun die Läden und kaufen alles, was nicht niet- und nagelfest ist. In wenigen Stunden fällt der Wert des Geldes auf 50%. Und am Abend nehmen die ersten Einkaufszentren gar kein Geld mehr an, weil die... Stell dir mal vor, das passiert, Digi. Heine jetzt den Wert des Papiers... Ich feiere seine Stimme nicht so, aber ich feiere das Video irgendwie. Was sagt ihr, Freunde? Wie findet ihr den Peter bis jetzt? Dass es gedruckt wurde. Nun spielen sich sehr unschöne Szenen in und vor den Kaufhäusern ab. Wo die Polizei auftauchen kann, hält sie die wütende Menge zurück. Und da, wo es... Stell dir mal vor, es wird so ein Finanzcrash kommen, Digi, und Leute können sich nichts mehr zu essen kaufen und so. Ihr habt schon gesehen, was abging bei Corona mit Klopapier, ne? Stellt euch jetzt mal vor, stellt euch jetzt mal wirklich ernsthaft vor, so, es würde so ein Ding jetzt zusammen, das würde das Finanzsystem zusammen crashen, wir hätten keinen Zugang mehr zu Geld und so, und aktuell, die Menschen, die es aktuell gibt, so, stellt euch mal vor, wie die ausrasten wird. Oh, Bro, Alter, ich will ganz weit weg von diesen Zivilisationen sein, wenn sowas passiert. Gibt, bricht das blanke Chaos aus. Der gemeine Deutsche, der sein Muck bloß nicht auf 39 Cent Bier stets an jeder Ecke erhielt, hat nun zum ersten Mal in seinem Leben Angst zu verhungern. Vielleicht sollte ich es Furcht nennen, denn Angst ist zu 97% unbegründet. Furcht ist gegenwärtig. Jetzt fangen die Ersten an, sich in ihren Wohnungen / Häusern zu verbarrikadieren. Es könnte ja sein, dass die Hungerzombies in ihren Küchen stehen und ihnen die letzten Nudeln klauen. Digga, ey, oh, Phase 3. Mach nicht so. Der politische Zusammenbruch. Viele werden sich denken, aber die habe ich doch gewählt. Die mir und meinem Land doch helfen. Doch seien wir nicht naiv. Ein Politiker ist kein Superheld und wollte es auch nie sein. Dein Kommunalpolitiker wird vielleicht noch da sein, aber die Spitzenpolitiker, die du jeden Abend in der Tagesschau gesehen hast, sind schon längst geflohen. Jetzt hilft kein Meckern und kein Demonstrieren. Du beginnst zu begreifen, dass die Mitglieder in den Vereinen mit den Namen SPD, CDU und der Linken nie vorhatten, dir ein angenehmes Leben zu ebnen. Genau so ist es, Dicker. Wie sollten auch Steuern, Abgaben, Gesetze und Verordnungen, also ein Thema des maximalen Abmelkens der Bürger, die eine Hilfe sein? Merkel gab... Dann stehst du auf einmal alleine da, Dicker, vor vollendeten Tatsachen. Da gibt es keinen Bundestag, den du mehr stürmen kannst oder so. Nein, gibt's nicht mehr. Die sind weg, die Jungs innen. Was passiert dann? Dann wachen die ganzen Leute auf und denken, fuck! Mann, dieser komische Lovelock, der die ganze Zeit diese Querdenker-Scheiße erzählt hat auf Twitch und auf YouTube, der hat einfach recht gehabt. Gabriel, Gysi und Co. flohen schon vor Tagen durch die unterirdischen Tunnelanlagen des Bundestags zu ihren Hubschraubern und Flugzeugen, die sie nach Neuseeland zu ihren Farmen flogen. Dank DSDS und Dschungelcamp ist dir zum Glück nicht aufgefallen, dass du nur noch Archivmaterial in den Abendnachrichten deiner Politdarsteller gesehen hast. Das ist krass, das Szenario, Digga. Aber jetzt, wo du endlich Zeit hast, darüber nachzudenken, fällt es dir wieder ein. In der Bank kanntest du Enttäuschung. Zwischen den letzten Klopapierrollen und Zahnpastatuben Verwirrung. Doch nun macht sich durch die fehlenden Ansagen der Abgeordneten Clowns Verzweiflung breit. Die einzige Frage, die dir jetzt in deinem Kopf ist, lautet, was soll ich jetzt tun? Phase 4, der institutionelle Zusammenbruch. Du was ist mit seiner Stimme los, Bro? Verwirrt durch die Straßen, siehst, wie mal kleinere und mal größere Gruppen vor Kirchen stehen und an die Empore schlagen. Menschen gehen zur Caritas, zum Roten Kreuz, zur Johanniter, zu anderen wohltätigen Vereinen und zur Diakonie. Doch auch sie können nichts oder nur sehr wenig für die Menschen tun. Denn auch sie brauchen Geld, um Wasser, Nahrung und Mittel für die Erste Hilfe bereitzustellen. Die Tankstellen sind ausgepumpt, aus den Altersheimen ertönen klägliche Laute und in den ersten Stadtbezirken gehen die Lichter aus. Boah, Digga, das ist heftig, Mann. Ich finde das heftig, wie er das so beschreibt. Auch der letzte Polizist hat begriffen, dass auch ihn niemand mehr schützen kann und lieber zu seiner Familie gehen sollte, da er dort mehr gebraucht wird als auf der Straße. Zwei Straßen weiter brennt eine Wohnung. Vielleicht ist eine Kerze... Das ist dann das ultimative Erwachen. So. Wer nach Corona nicht aufgewacht ist, ist spätestens da aufgewacht, Digga. Fallen und hat dadurch alles in Brand gesteckt. Doch auch nach Stunden ist keine Feuerwehr zu hören. Ohne Strom funktioniert nichts mehr in deiner Stadt. Du begreifst, dass du völlig allein da stehst und nur auf ein paar gute Freunde und Nachbarn setzen kannst. Siehst du, da ist es dann wieder wichtig, Alter, was für ein Mensch warst du? Wie menschlich hast du die Menschen in deiner Umgebung behandelt? Wen hast du noch da? So, da zählen dann wieder die echten menschlichen Kontakte. Dann zählt kein Internet mehr, dann zählt kein, mit wem habe ich PlayStation gespielt, auf welche Pornos habe ich mir einen runtergeholt oder welchen Politikern habe ich vertraut. Da geht es dann wirklich darum, wer ist hier gerade mit mir? So. Phase 5. Heftig. Der kulturelle Zusammenbruch.
Du bist langsam zu Hause angekommen und stellst ein paar Kisten aus Vorsicht vor deine Wohnungstür, um sie zu verrammeln. Du hörst die ersten Schüsse durch die Straßen peitschen. Dir gehen die Flüchtlingslager nicht aus den Kopf und die Meldungen, dass sich unter den Schutzsuchenden ein gewisser Prozentsatz IS-Terroristen befinden soll. Boah, Digga, was ist das denn? Oh shit, Alter. Allmählich steigerst du dich in eine ausgewachsene Panik hinein. Du schaust alle 10 Sekunden aus dem Fenster und siehst, wie Banden in die Häuser stürmen. Plünderungen, mutwillige Zerstörungen, Brandanschläge und Vergewaltigungen kannst du jetzt live beobachten. Die Menschen, die noch vorgestern ruhig und friedlich neben dir in der U-Bahn saßen und auf ihr Mobiltelefon herumdaddelten, sind jetzt binnen Stunden zu Monstern geworden. Was ist passiert? Wie kann es sein, dass Menschen zu kulturlosen Wilden mutieren, nur weil keiner auf sie aufpasst? Ach ja, stimmt ja. Jetzt geht es um die eigene Haut. Kein Geld, kein Essen, kein Schutz. Sowas kanntest du bis jetzt nur aus mittelmäßig guten Horrorfilmen. Die 5 Phasen der Das ist krass. Ich schwör's dir, das ist heftig, Mann. Wie würden Menschen darauf reagieren? Weißt du, was ich meine so? Und ich glaube halt in Deutschland zum Beispiel, das wäre eine ganz andere Reaktion wie zum Beispiel hier in Mexiko oder so. Weil hier sowieso die meisten Menschen schon ihr Leben lang auf ihre eigenen Eier gestellt sind und sich kein Schwanz um die kümmert, sodass sich gar nicht groß viel verändern würde und man gar nicht auch so viel Angst davor haben müsste, was abgeht, so, weil hier gibt es eh keine richtigen Gesetze. Ich sag dir so, wie es ist, so. Weißt du? Das läuft zum Beispiel in Deutschland, wird das richtig, die Leute werden durchdrehen, weil die nie damit konfrontiert wurden, mal auf sich selbst gestellt zu sein. Dann gibt es kein betreutes Denken, kein betreutes Leben. Dann gibt es dann dieses Eigenverantwortliche so. Du bist auf deine eigenen Eier gestellt, mäßige so. Und das wird die Leute, da werden die Leute durchdrehen, sage ich dir so, wie es ist. Staaten noch schlimmer. Also, da bist du dann aufgehoben, in so dritte Weltländern bist du dann viel besser aufgehoben, weil die Menschen damit dann da schon umgehen können. Da gibt es schon viele Menschen, die kein Geld haben, um sich jeden Tag Essen zu kaufen und sich selbst irgendwie was anpflanzen, damit die davon essen können und so eine Sachen. Weißt du, wie ich meine so? Also glaube ich zumindest. Reitung, Wasser, Nahrung, Schutz, Werkzeug, Edelmetalle. Phase 1a, Wasser stationär. Besorg dir Eimer, Schüssel und leere Flaschen. Das alte Aquarium im Keller Das ist richtig Horrorszenario hier, ne? Aber hier kann man was lernen, meine lieben Freunde. Also hier bereitet ihr euch auf das schlimmste Szenario vor, Freunde. Putzen und bereitstellen. Vielleicht besorgst du dir eine Wasser- oder Regentonne. Im Campingladen gibt es schon für 10 Euro 20 Liter Tanks. Alles bereitstellen und bei Gefahr mit Wasser füllen. Hol dir auch ein paar 1,5 Liter Wasserflaschen aus dem Handel für alle Fälle. Partitioniere auch ordentlich zwischen Trinkwasser, Waschwasser und Putzwasserbehältern. Du könntest dir was bauen, womit du dir dein Regenwasser auffangen kannst. Sei kreativ. Mit Rosenquarz, Bergkristallen und anderen Steinen kannst du dir dein Trinkwasser länger haltbar machen. Bau dir, wenn es geht, ein Wasserfilter aus Aktivkohle, Quarzsand, Bioballs und Korallenkies. Überleg dir auch, wie du dein Urin aus deiner Überdachung bekommst, ohne deine Toilettenspülung benutzen zu müssen. Wie gesagt, wir wissen nicht, was genau kommt. Boah, das ist heftig, Digga. Aber ey, man kann hier, lasst euch keine, so wichtig ist mir jetzt hier zu sagen, lasst euch jetzt hier nicht so krasse Paranoia davon machen, was hier erzählt wird, aber man kann hier trotzdem lernen und sich ein bisschen vorbereiten, so. Wenn Wasserwerk schon in den ersten paar Tagen aufhört, Frischwasser zu liefern, halt deine Toilette rein. Das gilt für dein ganzes Heim. Du willst doch nicht 24 Stunden nach Gongschlag erstmal putzen müssen. Phase 1b, Wassermobil. Es gibt bei den 4 bunten Buchstaben oder bei dem Internethändler schon kleine Wasserfilter für unterwegs, die mit einem Keramikkern und einer Pumpe arbeiten. Wenn du verdorbenes oder vergiftetes Wasser trinkst, kannst du im mittelschlimmsten Fall Durchfall bekommen und dehydrierst noch stärker. Koch dein Wasser ab. Vom Bund gibt es gebrauchtes Kochgeschirr zum Schöpfen und Abkochen. Mit einer alten Plastikflasche, an dem du den Boden abtrennst, kannst du mit einem Stein, Kiesel, Sand, Cola aus der Feuerstelle und Schilfrohrwatte schon einen beachtlichen Wasserfilter bauen. Auch wenn das Wasser krass, Alter. Heftig. Genießbar aussieht, hat es dennoch Bakterien, die dir schwer zusetzen können. Also, nochmal. Abkochen, abkühlen, trinken. Informiere dich über Birkenwasser ziehen, Regenwasser mit Blättern auffangen und Wasser durch Kondensation aus dem Boden holen mit Hilfe eines Steins, einer Plastikplane und einem Becher. Phase 2a, Nahrung stationär. In vielen Weltuntergangsforen werden sogenannte Energy... Weltuntergangsforen? Was? Bro, das ist eine miese Recherche hier, meine lieben Freunde. Ja, ist so wichtig, also es ist schon gut, wenn man das schon mal gehört hat. Oder, Freunde? Also ich feiere das Video. Wie findet ihr das Video gerade? Auf Weizenzucker- und Stärkebasis verkauft. Notrationsriegel wurden aber schon bei Elitesoldaten getestet, die alle nach 2 Wochen praktisch umfielen. Gerade in Stresssituationen braucht dein Körper eine basale Stimulation, sprich vernünftige Nahrung. Hol dir, was dir schmeckt und was dir auch nach 3, 6 oder 12 Wochen schmeckt. Am besten Dosen, die halten Jahrzehnte. Wenn du gut bist und weißt, wie du es verarbeiten kannst, kauf dir Roggenschrot, Reis und andere Grundstoffe, aus denen du Brot backen kannst oder ähnliches.
halt es dunkel, kühl und trocken und erzähle keinem davon. Ein hungriger Mob verhandelt nicht. Schau dir an, was Menschen am Black Friday für einen Fernseher oder einen DVD-Player alles machen. Schau dir an, was Leute bei Corona für Klopapier machen. Werden die erst tun, wenn sie erstmal hungern. Genau so ist es, Majuza, da hat er recht, er hat einfach recht. Ja, auch gleich einen Gas- oder Petroleumkocher oder bereite eine Feuerstelle vor. Wenn du natürlich einen Garten, ein Gewächshaus oder einen großen Balkon mit Anbaumöglichkeiten hast, musst du auch nicht zum Extrem-Prepper werden. Problem ist aber, wenn das Szenario eintritt, was er hier gerade beschreibt, so, dann werden die auch bei dir einsteigen, Digga, wenn du solche Sachen auf dem Balkon hast und so. Da bist du nicht mehr sicher, Bro. Weißt du, was ich meine? Also... Oh no. Solange die Läden noch offen haben. Wenn es losgeht, bekommst du, wenn du gut bist, noch ein paar Taschentücherpackungen, die auf dem Boden liegen, ab. Phase 2b, Nahrung mobil. Hol dir Bücher über Notnahrung und schau dir Lernvideos an. Geh raus in die Natur und probier die Sachen in echt aus. Du wirst überrascht sein, was du in deinen mitteleuropäischen Mischwäldern auch noch im Winter finden kannst, das dir zumindest genug Energie liefert, um nicht zu verhungern. Es gibt auch... Das ist krass. Das ist aber trotzdem mal wichtig zu wissen. So, man weiß nie... Man weiß ja nie, wann man mal irgendwie in welche Szenarien reinkommt oder so. Jetzt auch mal von diesem Apokalypse-Szenario jetzt abgesehen, ist es schon geil und wichtig, sich ein bisschen auszukennen, was man machen kann, wenn man zum Beispiel keine Möglichkeiten mehr hat, irgendwas zu kaufen oder wenn du irgendwo mal gefangen bist oder so, welche Pflanzen man essen kann, dies, das, bla bla bla. Schon süß, oder nicht? Menschen, die sich von Prana, also von Sonnenlicht, ernähren können. Dies ist aber ein jahrelanger Prozess. Menschen, die sich von Sonnenlicht ernähren können, Bro, davon habe ich auch schon gehört. Breatharians von Sonnenlicht und Luft gibt's hier auch in Mexiko. Ist krass. Und erfordert einen freien Geist. Mach dich auch gleich frei von allem, was dich abhängig macht. Alkohol, Drogen, Tabak, Zucker und tierische Produkte sowie Fertiggerichte. Du willst doch nicht hungern und gleichzeitig schauen, wo du eine Kipp und eine Flasche Bier in deiner Stadt herbekommst. Unterschätze nicht, wie anstrengend es sein kann, Entzugserscheinungen zu haben. Du wirst allen einen Schritt voraus. Das ist wild. Und kannst sogar noch Nachbarn und Schwächeren helfen, wenn du klar im Kopf bleibst. Schau dir auch unbedingt... Einer sagt, glaubst du, das geht? Ja, ey, das geht. Auf jeden Fall. Aber er hat ja selber schon gesagt, das bedarf jahrelanger Vorbereitung. Es gab auch schon Mönche und so, die jahrelang meditiert haben, ohne zu essen und zu trinken. Weißt du? Ich glaube, das geht. Beziehungsweise trinken tun die, glaube ich, trotzdem. Aber essen nicht. Irgendwie so, keine Ahnung. Die ernähren sich von Sonne und von Luft. An, wie sich die Leute einen Survival-Rucksack zusammenstellen. Unterschiedliche Fähigkeiten erfordern auch unterschiedliche Bedürfnisse. Phase 3a. Schutz stationär. Das Traurige an dieser Phase ist, dass man Deutschland lange darauf vorbereitet hat, sich nicht ausreichend schützen zu können. Bis 1972 konntest du in jedes Waffengeschäft gehen und dir zum 18. Geburtstag eine Pistole kaufen. Echt? Bis 1972 gab es Waffen legal in Deutschland? Das ist krass. Ich weiß auf jeden Fall, dass in Amerika auch dieses Waffengesetz dafür da ist, um dich im schlimmsten Fall auch selbst zu schützen. Auch vor Regierung etc., ne? Das wusste ich vorher gar nicht, steht aber so in der Verfassung drin. Dass du dich im schlimmsten Fall auch gegen Staatsgewalten und so auflehnen kannst. Tage brauchst du selbst für eine Schreckschusswaffe einen sogenannten kleinen Waffenschein, wohlgemerkt, um sie zu tragen. Du musst essen und trinken, sonst kollabiert dein Körper irgendwann. Glaube ich nicht. Also ich glaube wirklich daran, dass es Leute gibt, die in Zuständen sind, meditativ auch, die nichts zu essen benötigen und trotzdem überleben. Ich glaube daran, dass das möglich ist, aber das ist auch nur möglich unter sehr speziellen Umständen. Für einen normalen Menschen ist das nicht möglich so. Trinken glaube ich auch, ja, aber ich glaube Ernährung zum Beispiel, ich glaube, es gibt wirklich Menschen, die sich so trainiert haben, dass sie das nicht mehr brauchen. Dein Heim darfst du gerne damit beschützen. Mistgabeln, Hämmer, angespitzte Gardinenstangen und ähnliches ist aber immer noch frei erhältlich. Vielleicht machst du einen Selbstverteidigungskurs. Halte dich auf jeden Fall mit Schwimmen, Joggen oder Fahrradfahren fit. Schließe dich mit anderen Leuten zusammen, die genau wie du erkannt haben, was auf dein Land und Europa zukommt. Bau dir geschickte Fallen in dein Heim. Ein paar Stolperdrähte oder ein paar berühmte Eimer. Okay, Digga, der geht ein bisschen in den Film rein gerade. Ekligen Flüssig. Lasst euch keine Angst machen, Freunde. Können hier und da schon sehr hilfreich sein. Vielleicht nicht hochtödlich, aber jeden Fall hörst du im Schlaf, wenn jemand kommt. Je nach Grad deiner Paranoidität kannst du dir natürlich auch Stacheldraht, Fallgruben oder Härteres besorgen und verbauen. In Amiland gibt's richtige Freaks, Digga. Die sind richtig drauf vorbereitet auf so Horrorszenarien, haben sich Bunker gebaut und diese ganzen Fallensachen und so. 3b, Schutzmobil. Hier kann ich nur einen guten Freund zitieren. TTV. Tarnen, täuschen, verpissen. TTV.
TTV. Auf der Flucht keine Hauptstraßen benutzen und keine quietschbunten Campingrucksäcke tragen. Feldblusen und Feldhosen gibt es schon für unter 5 Euro im Internet. Ein gutes Outdoor-Messer ist auch nicht schlecht. Lieber eine kürzere Klinge als eine längere. Auch draußen sind ein paar Selbstverteidigungsgriffe zur Abwehr von Angreifern nicht schlecht. Ja, das ist nicht verkehrt. So, deswegen ist auch ein Grund, warum ich mal irgendwie Kampfsport-Erfahrung sammeln möchte. So, einfach für den Fall der Fälle, weißt du? Gehe in kleinen Gruppen bis zu 10 Mann. Zu 50st macht ihr alle viel zu viel Krach. Die kann man im Wald auch nicht mehr verstecken. Vielleicht hast du einen Freund beim Militär, der dir helfen kann, sich auf Konfrontationen auf der Flucht vorzubereiten. Überlebensprofis hier auf YouTube zeigen dir auch gerne in ihren Videos, wie du dich gut auf Extremfälle vorbereiten kannst. Benutze deinen Erfindungsreichtum, um sich aus Holz und aufgefundenen Gegenständen brauchbare Waffen aus dem Wald zu bauen. Phase 4a. Werkzeug stationär. Eine kaputtgetretene Hauseingangstür, eine zerbrochene Kellerfensterscheibe oder einfach nur ein undichtes Dach können dir in kalten Tagen das Leben zur Hölle machen. Ein paar Standardwerkzeuge können dir helfen, diese Situation zu meistern. Plastikplanen, Klebeband, Kabelbinder und Nägel kosten im Baumarkt nicht die Welt. Keiner verlangt von dir, dass du dir super teure Hochleistungselektromaschinen kaufst, die alle ohne Strom eh nicht zu gebrauchen sind. Aber eine Zange, Hammer, Schraubenzieher, Säge und Tüdeldraht können richtig angewandt schon kleine Wunder vollbringen. YouTube bietet auch hier dir eine Reihe von Videos, wo dir Meisterhände zeigen, wie man richtig schraubt, sägt und hämmert. Du kannst dich auch mit Nachbarn und Freunden kurz schließen und einer besorgt Hämmer und Nägel, der andere Säge und Leim und der nächste wieder Schrauben und Dreher dazu. Phase 4b, Werkzeug. Krass, Digga, ich schiss dich. Zeug mobil. Manchmal ist weniger mehr. Unterwegs hast du wenig Lust, tonnenweise Material mit dir herumzuschleppen. Eine Zange, Schnur oder Draht, Klappsäge oder Klappspaten und ein Outdoor-Messer sind völlig ausreichend für das, was dir in der Wildnis begegnet. Ein genereller Tipp, wenn du mit einem Werkzeug nicht umgehen kannst, lass es zu Hause. Im Frühjahr macht es dir vielleicht Spaß, mit Gleichgesinnten im Wald zu zelten und einfach mal zu schauen, was für einen Extrem-Camping-Ausflug auf einen so zukommen könnte. Es gibt hier ein paar ganz harte, die gehen nur mit einem Messer und einer durchsichtigen Regenplane in den Wald. Doch hier ist anzumerken, dass du vielleicht nicht so schnell wieder heimkehren kannst, im schlimmsten Fall nie wieder. Deshalb überlege dir sehr genau, was du mitnimmst und was du hier lässt, weil du es eh an jeder Ecke finden kannst. Fliehst du im Auto, brauchst du unter Umständen ein bisschen autospezifisches Werkzeug. Fährst du mit Digga, das ist mieserisch. Er ist richtig drin, Digga. Nimm ein Fahrradwerkzeugkoffer oder Teile davon mit. Ein Leatherman, ein Schweizer Taschenmesser und eine Kobeltaschenlampe passen noch in jedem Rucksack. Und du bist für ein paar Euro besser gewappnet als andere, die sich nicht vorbereitet haben. Bedenke immer, dass sich 98% der Menschen nicht genügend vorbereitet haben. Phase 5, Edelmetalle. Digga, wie willst du gegen diese 98% ankommen, Digga, wenn die dich sehen? Weißt du, was ich meine? Schwierig. Stationär. Selbst wenn du nur die Hälfte eingekauft. Keine Ahnung, ich bin kein Fan davon, da so krass in Filme reinzugehen. So, es kann unter Umständen möglich sein, dass es nicht verkehrt wäre, sich auf solche Sachen vorzubereiten. Aber ich lebe im Vertrauen, weißt du? Ich würde mich nicht gerne auf sowas vorbereiten, weil wenn du dich auf sowas bereitest, dann manifestierst du schon, dass sowas eventuell passieren könnte und du es nötig haben könntest, dich darauf vorzubereiten, so, weißt du? Deswegen ist es so eine Sache, wo ich sage, I don't know. Aber es ist trotzdem nicht verkehrt, davon mal gehört zu haben, so. TTV. Wie ich hier aufgezeigt habe, wirst du schnell bemerken, dass sich das ganz schön summiert. Da wird man nicht an Edelmetalle denken, um seinen Bauern oder Gärtner mit Silbermützen zu bezahlen, nur um seinen Sack Kartoffel zu erhalten. Hier lautet das Zauberwort Tauschware. Du rauchst nicht, hol dir Zigaretten. Du trinkst nicht, hol dir Schnaps, Konserven, Hosenknöpfe, Kerzen oder Waschmittel. Alles wird in Krisenzeiten zu Geld. Von Tauschwaren kann man nicht genug haben. Krass, Digga, ist wie ein Knast, ja. Niemand wird dir sagen können, wann das System wieder auf die Beine kommt. Und für die Wohlhabenderen unter euch muss man nicht extra betonen, dass durch Bail-in, Konto- und Bankschließungen oder schlicht zerstörte Bankengebäude dein Vermögen mehr als in Gefahr ist. Hier ist Gold und Silber die einzige, wirklich einzige Möglichkeit, sein schwer erarbeitetes Geld zu sichern. Mir ist kein Land auf der Welt bekannt, das Gold und Silber nicht als Tausch- und Zahlungsmittel akzeptiert. Einige werden dir was von Aktien erzählen oder anderen Wertpapieren, doch diese sind nur... Oder Bitcoin oder so, ne? Gibt's ja auch voll die Verfechter, die sagen, ja, Bitcoin musst du dann am Start haben. Bro, wenn kein Internet und kein Strom mehr da ist, bringt dir dein Bitcoin auch nichts mehr. Weißt du, was ich meine? Was soll ich dir sagen, Digi? Versprechungen. Und Versprechen wurden in der Vergangenheit immer gebrochen. Also, sich Tauschwaren einholen oder sich überlegen, von was man sich in seinem Haushalt im Ernstfall trennen kann. Phase 5b. Danach schreibt Tassos Bitcoin Beste.
Edelmetalle mobil. Auf einer nervenaufreibenden Reise wird dich Metall sprichwörtlich nur zu Boden ziehen. Schau dir ein gutes Versteck aus, wenn du Gold und Silber hast, und vergrab deinen Schatz. Auf deiner Überlebenstour bist du so vielen Gefahren ausgesetzt, dass du, wenn jemand bemerkt, was du mit dir herumschleppst, leicht zum Ziel von Überfällen wirst. Hier ist Know-how, also gewusst wie, dein Schatz. Viele werden sich freuen und unendlich dankbar sein, wenn du anderen zeigen kannst, wie man aus drei Ästen und ein paar Blättern mit Strippe einen brauchbaren Unterschlupf bauen kann. Ja, ja, das ist schon krass. Also wir brauchen Survive dann an der Stelle. Wie man Wasser besorgt. Wenn du es nicht selber kannst, dann hast wenigstens einen Freund, der das kann. Filtert oder Nahrung aus dem Wald holt. In einer neuen Welt wird dir dein Gold- und Silberschatz, den du alleine und absolut sicher vergraben hast, viel mehr bringen, als du glaubst. Im Jahre 1949 hat ein Mann mit einer Unze Gold, das sind ungefähr 31,1047 Gramm, einen riesigen Firmenkomplex in der Nähe von Wuppertal kaufen können. Die Unze steht heute bei ca. 1000 Euro. Diese Werte werden wiederkommen. Also... Weißt du, was ich meine? So, weil er jetzt gesagt hat, da bringt dir auch kein Geld mehr was oder kein Vermögen oder so. Siehst du, in solchen Szenarien kannst du da noch so ein fettes Komplex dann mit einer Goldmünze kaufen, Bro. Wuppertalet in Man, Alter. Ist schon, es gibt immer Szenarien, wo eventuell Dinge was bringen können, so. Muss man ganz klar so sagen, wie es ist. Vorbereiten, auch mental, Ruhe bewahren, nicht durch. Meditation, Yoga. Safe. Drehen, unerkannt bleiben und den Alltag meistern. Ich weiß, manche von euch können es gar nicht abwarten, aber auch diese Leute werden sich die bunte, oberflächliche Konsumterrorgesellschaft zurückwünschen, wenn es losgeht. Digga, das ist krass. Das ist krass, Digga. Uncut News Schweiz. Da haben wir wieder einen Schweizer hier am Start. Also ich fand das ein sehr, sehr interessantes Video, muss ich sagen. Bisschen so auf diesen Horrorszenarien-Vibes unterwegs, was ein bisschen Angst machen könnte dem einen oder anderen, aber auch sehr gute Tipps, was man eventuell machen könnte, wenn solche Szenarien eintreten. Ich fand das schon ein starkes Video, muss ich sagen. Eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein und dann würde ich sagen, sehen wir uns, was haben wir hier jetzt, Digga? Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Geiles Video, Mann. Hat Spaß gemacht, auch zu gucken, finde ich irgendwie. War lustig. Peace out, YouTube.